Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Looking for a pirate treasure. The mysterious green egg. Must be here somewhere. What's that sound? Oh, it's a tenor. If they're people, maybe they have a green egg too. Somewhere around here. Cheers. This is the famous treasure chest of the green egg. Which should contain the green egg. Savvy? Oh, there's no one there to listen. Well, I just opened it. There's no green egg in there. But it smells like David Jones. Mama? I'm looking for a green egg. You know where it is? Mama? Oh. That's it. Where's this green egg? Apparently it's not here. We need to look somewhere else. I guess so. Maybe we're around there. Where could it be? I've looked everywhere. Ah, must be here. Nope, not here. I think I gave up. I'm looking for a green egg. Do you know where it is? Green egg is here. What do you mean by here? This inn is green egg. You're making no sense at all, mate. Cheers to that. Cheers. What's in there? Actually, green is my favorite color. But I never really liked eggs. I just leave. Goodbye.
Green Egg? Jack, leave it. Okay. Welcome for another drink. Do you have rum? Probably a little bit. Oh, that's great. That sounds like a plan. He's a good man. I've been looking for eggs the whole day, and in the end, the green egg, I suppose, is in our hearts. Savvy? You know what? You know what? We do some. Doesn't work. I hereby declare that henceforth you should be called Admiral. Me? Yeah, you. Admiral Emerald Anthony of the Green Egg. That's the new... Sorry? The new title. Let's drink to that. That sounds like a plan to me. He's a good man. Hey. Ja. 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 Ahoi! Ahoi! Matrosen! Ich komme mir irgendwie bekannt vor. Habe ich euch schon mal bedroht? Wir werden immer noch bedroht. Wir wurden kleiner gemacht, als wir normal sind. Ich finde, das steht euch irgendwie. Ja, das kann ich mir vorstellen. Er leidet ein bisschen auch an. Er ist ein bisschen. Es ist schwierig. Manche Gästeleute sind schwierig, ja. Und der Captain ist. Schwierig. Der ist schwierig. So, wir haben uns mal. Wir haben uns hier auf unserer irischen Insel auch mal ein bisschen in Schale geworfen, ja. Vor allen Dingen, Steffen, ich muss dir sagen, dein Hut ist viel schöner als dieser lumpige Hut von dem Captain da, ja. Den hat er gefunden am Strand oder so. Ja. Ich finde, dein Hut ist genauso fancy wie dein Mantel. Die Frage ist, was für ein Captain bist du von welchem Schiff? Das willst du gar nicht wissen. Wir machen Party die ganze Nacht. Ja. Die Regenbogenschaluppe vermutlich. Wir haben ein bisschen lauter gedreht, liebe Leute. Ist halt etwas leise, oder ist er jetzt lauter? Ich hoffe, den Captain hört man jetzt. Ich hoffe, man hört den. Ich habe meinen Gain auch noch ein bisschen hochgedreht, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, jetzt hört man, jetzt kriegt man einen Schall, glaube ich. Hat der Captain gerade Gain gesagt? War es, Captain? Ja, sometimes you lose, sometimes you gain. I do speak English too, Sebi. Okay, hallo Esho. Ja, wir arbeiten dran, Leute, wir arbeiten dran. Der Captain, der sitzt halt in der Taverne, bei dem ist halt alles ein Hall. Ja, nee, Quatsch, nee, das ist gerade bei uns. Nicht bei dir, nein, nicht bei dir, Captain. Nichts verstellen. Nichts verstellen, Captain. Das ist hier alles bei uns. Riesentaverne. Ich glaube, bei mir kann hier nichts hallen, oder? In diesen Hallen. Nee. Das halt bei uns hier. Aber der Rudi ist schon dran. Ich würde es gerne ändern, wenn ich es könnte, aber ich kann es nicht. Der Rudi ist schon dran. Ja, Leute. Ja, das ist Captain. Captain, also Deagal... Remia. Wir haben schon oder Jack, wir haben zu Eingang haben wir ein Video gesehen. Was war das? Was ist das für ein Einspieler gewesen? Das war ein schicksalshafter Moment in meinem Leben. Okay, erzähl kurz. Das war 2017. Da waren wir in Polen auf einer Convention namens Fotocon. Keine Ahnung, was das sein soll. Und da waren ganz viele Menschen in Kleidung, also Cosplayer und so, und Fotografen und Videografen. Und da haben wir mit einem Videografen gesagt, wir wollen ein kleines Videochen drehen. Und der Ort, wo wir es gedreht haben, das war unsere Herberge, unsere Pension. Wir wussten vorher nicht, dass die dermaßen piratig ist. Und die heißt zufällig The Green Egg, also Herberge oder Pension zum grünen Ei.
Und grün ist meine Lieblingsfarbe. Und wir wollten sowieso einen Schatz suchen. Und dann haben wir einfach so in einem halben Tag eine kurz überlegt, was könnte man machen, und das abgedreht. Es hat dezent wenig Story, ist mir bewusst. Und wenig Charaktere. Und es war sehr spontan, aber sehr lustig. Ich fand's auch lustig. Fortsetzung folgt. Wir drehen diesen Sommer eine kleine YouTube-Serie. Ja, sehr geil. Ja, ich fand's auch sehr cool. Vor allen Dingen hat's einfach gezeigt, wie krass Jack Sparrow ist, ja? Also das fand ich sehr gut. Ja, okay. Sagt er. Ja, aber wir sagen die ganze Zeit Jack Sparrow, wir sagen die ganze Zeit irgendwelche Namen da rein, Deagal, Remir. Wer bist du denn? Willst du dich kurz mal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Vielleicht beide Persönlichkeiten? So. Beide? Drei? Dreide? Vier? Okay. Vierde? Nein, ich glaube, es sind nur drei. Also hallo, grüß euch, servus, ich bin der Gerald, so heiße ich eigentlich wirklich. Wenn ich dann Hochdeutsch spreche, nennt man mich Deagal Remir. Das ist mein Künstlername, mit dem ich Twitch streame, Cosplay und andere Dinge mache. Und dann gibt es Charaktere wie Captain Jack Sparrow und Gandalf der Graue ist gerade in der Mache und andere Folgen. Oh, Gandalf der Graue, da bin ich mal gespannt. Da lande ich nochmal ein, du. Und sehr gern. Wie sieht man nicht viel von mir, da habe ich eine Latexmaske im Gesicht, aber ja. Wie sieht's aus mit Geralt von The Witcher wegen Geralt? Das war ein schlechter Witz. Letztens kamen zwei kleine Burschen zu mir und sagten, wie heißt du? Und ich sagte, Geralt. Und sie, wie von The Witcher, voll cool. Und ich sagte, ja, aber mit weichen Dingen. Und so, ist ein interessanter Charakter, aber da gibt es schon Maul-Cosplay und Taryn-Cosplay, die den beiden es so gut machen. Also der ist schon so gut besetzt, da werde ich mich vermeiden. Und da müsste ich auch richtig aufpumpen, weil der hat viel. Ja, Maul-Cosplay hast du gerade erwähnt. Tatsächlich, den hatten wir auch eingeladen. Leider ging das nicht mehr dann, vielleicht beim anderen Mal. Vielleicht beim anderen Mal, ja. Beim anderen Mal, war das Deutsch? Vielleicht beim anderen Mal. Vielleicht beim anderen Mal. Mach die nächste Frage, rette mich. Jack oder Captain, wie sollen wir dich heute sagen, nennen? Darf ich euch unterbrechen? Ja. Der Maul-Cosplay einladet. Wollt ihr dann auch zum, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber vermutlich zum ersten Mal eine Show machen, wo zwei Gäste da sind und mich dazu nehmen. Ja. Ist ein Call. ist ein Call. Wir haben ja Kontakt schon zu Maul Cosplay. Also das heißt, liebe Regie, Maul Cosplay nochmal Kontakt aufnehmen und wir holen ihn dazu. Ist das ein heimlicher Favorit von dir? Piraten Ehrenwort? Ja. 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 Wo denn da? Ja. Ich bewundere, was er tut. Er ist sehr professionell und ziemlich cool. Wir kriegen den mit dir zusammen in eine Sendung. Schnuckelig. Ja. Kriegen wir hin. Alle Fragen bitte in den Discord. Oben steht es nochmal, Ausrufezeichen Fragen. Wenn ihr an Captain Jack Sparrow oder Deagal Remir Fragen habt, kommt in den Discord, fragt dort Fragen bitte. Und Daniel hat auch die nächste Frage. Ja, wie dürfen wir dich heute nennen, Captain? Captain oder Jack oder Deagal, wie willst du es haben? Wie ihr wollt. Ihr könnt mich Deagal nennen, meine Freunde nennen mich Captain, Jack. Nur wenn man Jack sagt, sollte man Sparrow auch sagen und Captain auch dazu. Also, das wird immer lange. Sonst, okay, sonst Captain Jack Sparrow. Captain, die Frage ist schwierig. Aber wenn du ein Tier wärst, mit welchem Tier würdest du dich vergleichen? Das ist die Frage, über die ich garantiert am längsten nachgedacht habe. Das gebe ich zu. Nämlich mindestens 7 Sekunden. Mein Lieblingstier ist zwar ein Wolf, aber ich wäre eher so ein Eichhörnchen. Glaube ich. Sie sind nämlich süß und klein und puschelig. Sie können von Baum zu Baum springen. Ich habe Höhenangst. Aber ich mag sehr gern fliegen. Aber fliegen ist dann doch so hoch, also kein Vogel. Und das ist viel zu Stereotyp. Also ein Eichhörnchen. Weil da kannst du ganz weit springen und ganz schnell flitzen und ganz süß sein, aber auch ganz fürs Zubeißen. Und du bist Namensgeber des schwierigsten österreichischen Wortes namens Ohrkatzelschwurf. Jetzt weiß ich's endlich. Och, Katzelschwurf ist Eichhörnchen. Ja. Wusstest du das nicht? Nee, das wusste ich so nicht. Eichhörnchenschweif. Ei? Hast du was gelernt? Habe ich was gelernt? Ja, endlich! Das ist die Frage, die mich mein Leben lang, 36 Jahre lang bewegt hat. Und dann kommt. Da kommt einmal Captain Jack Sparrow in die Sendung, ja. Und dann ist es Mann. Wärst du mal früher reingekommen? In Italien. Hätte ich dir das schon früher erzählt. Wir machen ja nicht nur Blödsinn, wir philosophieren ja. Ja, Jack, apropos, wärst du mal früher gekommen? Seit wann streamst du denn hier aus der Taverne heraus?
Seit Dezember 1717. Seit Dezember. So lange schon. Captain, Mann, das ist also. Ich bin also sozusagen East Twitcher Streaming Company, Kreator der ersten Stunde oder der vorersten Stunde. Captain, so wie ich dich einschätze, hast du Twitch erfunden, oder? Ei. Ich gebe es nicht gern zu, aber einer meiner tiefgründigsten Wünsche ist, für immer und ewig bekannt zu sein und erinnert zu werden. Und ich dachte mir, dass dieses Streaming die wunderbarste Möglichkeit, die es überhaupt gibt, weil ich habe schon andere Dinge hinter mir, Davy Jones, Kraken, diverse Schätze. Das hat immer einen Haken. Und das reimt sich auf das Letzte. Ei, und das ist viel einfacher und viel besser. Aber erzähl das nicht dem wahren CEO von Twitch, nämlich Stay. Ja, Stay, ja, Grüße gehen raus. Ja. Du hast uns jahrelang belogen. Hier sitzt der wahre CEO von Stay. Stay. Von was? Der wahre CEO von Stay? Von Twitch. Ich habe ihn gestern auch schon geblendet. Trag es in die Welt hinaus. Stay hat gelogen, ja. Captain Jack Sparrow ist der wahre 1717. CEO. 1717, ja. Wenn 1717. Das noch, also, wir wissen, dass Stay-Leute hier sind. Wenn er das nächste Mal sagt, sagt ihr, Blödsinn, 1717 gegründet bei Captain Jack Sparrow, ja? Ich bin immer unehrlich, ganz ehrlich. Ja? Da kommt auch noch eine Frage nachher. Da kommt noch eine Frage. Aber ja. Daniel hat vorher eine Frage an dich. Was macht er da? Ach so, der piekst dich. Ich kann dir mal dein Hütchen abnehmen. Guck mal. Nicht runtertreten! Wenn ich dir das draufgeben könnte, das wäre was. Nimmst du den gegen? Das wäre cool, wenn das so interaktiv wäre, oder? Ja, natürlich. Das in welcher Traumwelt lebst du, Mann? So, okay, mit Teleportation? Was? Teleportation wird es möglich machen. Ja. Ja, das ist ja, das erfindest du demnächst auch. Das ist doch gar kein Problem. Ja. Zuerst mal Twitch und dann die Teleportation. Ja Captain Jack Sparrow, was ist dein Schwerpunkt in deinen Streams? Und bevor du antwortest, jemand hat gefragt, wo man dich findet. Gibt's schon Command für den Captain? Gibt's? Oh ja. Yeah. Also oh, einfach yeah. mal Hab den ich schon gesehen. Einfach mal den Command usen. Ich glaube, es gibt einen Command für dich. Ich weiß nicht, wie er heißt gerade. Ich habe ihn noch nicht gesehen heute Morgen. Es gibt einen Command. Und vergiss die Frage, die er gerade gestellt hat, weil das ist meine, Captain. Ja. Er hat davor noch eine. Ich habe davor noch eine. Sorry, Keeper, danke dir. Wie genau gut, kam es dazu, dass du aus... Captain Jack Sparrow, das sage ich jetzt immer. Wie genau kam es dazu, dass du aus der Taverne heraus streamst? Das ist eine gute Frage. Habe ich vergessen. Du könntest ja auch auf der Pearl sitzen oder auf... Auf den Kraken. Das ist korrekt. Ich war da mal unterwegs, weil ich was gesucht habe, das habe ich aber nicht gefunden. Und dann war die Pearl weg und dann stand ich mitten in einem kleinen Land am Süßereich. Ey? Und da gibt es keine hohe See und da gibt es keine großen Schiffe. Also sagte ich mir, dann streamst du halt aus einer Taverne. Okay, ja. Ja, das kann man doch machen. Kann man machen, finde ich gut. Da gibt es auf jeden Fall immer rum. Und ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, dass ich auf die Idee gekommen bin, aufgrund von einem gewissen KavauTV, der vorher schon Mittelalter-Tavernen gemacht hat, und den habe ich kennengelernt und habe gesagt, ich bin Pirat, ich stehle das jetzt und mache das Gleiche. Nur anders. Nur piratiger. Ich kenne KavauTV sogar. Damals, ich glaube, ich bin darauf aufmerksam geworden, als KavauTV, ich glaube, von dem anderen Cosplayer Montana Black geradet worden ist. Oh ja. Das war ein großes Ding. Ja. Ich glaube, irgendwie so, da war irgendwas. Ja, Cosplayer streichen wir an der Stelle. Nee, aber da kann ich mich dran erinnern. Ja, kann ich mich dran erinnern. Also, ja. Gerade Cosplayer Montana Black gesagt. Er spielt seine Rolle gut. Er ist mehr so ein Lacher. Auf jeden Fall. Rudi Dicker. Ehre. Mhm. Also, Entschuldigung. Bruder. Bruder, Kuss auf die Stirn, heißt das, Mr. Captain. Falsche Rolle. Ja, nice. Nächste Frage hier, Steffen. Ja, nächste Frage. Captain. Ja. Bitte? Nicht schon wieder den Montana machen. Den mache ich viel zu oft. Machst du auch, ja? Kannst du den nachmachen, Captain? Ich habe nur zweimal kurz reingeschaut. Sowas. Yo, Digga, Headshot, Brudi, Ehre. Was? Nein, ich kann ich nicht. Müsste ich mindestens 15 Minuten studieren, dass ich das akkurat hinbringen würde. Kriegen wir das? Kriegen wir das für die nächste Sendung hin? Und kannst du sein Buch vorstellen? Kann ja schreiben.
Nee, das Buch wurde von jemandem geschrieben. Ah, oh, okay. Das verstehe. Ich kann nämlich auch nicht lesen, zugegeben. Ja. Okay. Dennis heißt der, glaube ich, der Buchautor. Dennis. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau. Dein Schwerpunkt also, bei deinen Streams aus der Taverne heraus, Captain. Was machst du so? Was kann man bei dir sehen? Also ich habe zwei Hauptschwerpunkte in meinen Tavernen. Zum einen Cosplay, Coslarp, also nicht nur so ausschauen wie jemand und sich so verkleiden, sondern auch so spielen. Musik, also ich schreibe selbst Lieder, ich mache Covers und ich schreibe Lieder um. Also ich nehme ein Lied, das es schon gibt, und piratisiere das. Ja, also textlich. Es ist auch piratisiert, weil man es ja eigentlich nicht dürfte. Aber ich piratisiere das. Und das ist so, und ich schaue, dass ich Hypes erzeuge. Mit meiner Crew gemeinsam, dass wir richtig viel Spaß haben. Manchmal spielen wir Würfelspiele und dergleichen. Und das ist so die Spaßkomponente, um die Crew, jeden, der reinkommt, mal aus seinem Alltagstrott rauszuholen und mal für ein, zwei, drei Stündchen in eine Parallelwelt, in 17. Jahrhundert reinzusaugen und dann einfach einen epischen Abend zu erleben. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass wir auch immer wieder mal philosophieren über wichtige Dinge des Lebens. Weil viele Menschen haben Probleme, die hatte ich auch, die habe ich teilweise auch, geistig, emotional, psychisch, spirituell, körperlich. Und ich finde, es ist gut, wenn man sich zu einem gewissen Maß austauscht und sich gegenseitig stärkt und miteinander aneinander wächst. Das sind so die zwei Hauptkomponenten. Nein. Das machst du doch nur, weil du die ganzen Leute mobilisieren willst, dass ihr zusammen eurer Shifter wiederfindet. Gib's zu. Verrat nicht meinen Plan, Daniel. Eine kleine Zwischenfrage. Ja? Bist du dabei, eine Piratenpartei zu gründen? Sorry. Oh. Also, habt ihr zufällig eine prophetische Gabe? Es glaubt euch sowieso niemand, aber ihr dürft ja nicht einfach mal ausplaudern. Das geht so nicht. Ich bin jetzt seit über 300 Jahren hier. Ja. Und dann bin ich seit nicht mal 30 Minuten da und ihr versucht mich hier aufzudecken. Das geht nicht. Ihr seid Moderatoren in einer wunderbaren Sendung, aber investigativer Journalismus. Nein. Lasst mal die Finger davon. Ihr zerstört die neue Weltordnung, die ich aufbauen will. Ja, vor allen Dingen sagt einer in unserer Redaktion immer, Investigativjournalismus wäre zu teuer, macht er nicht. So, dabei haben wir immer Informationen trotzdem hier. Ja, trotzdem haben wir Informationen. Wir kriegen immer so einen Auszug aus dem Zentralregister pro Gast. Auch in deinem Fall ist das hier in meiner Hand. Guck's dir an. Ja. Lass mal drüber fliegen. Da steht was mit Philosophie. Wie viele hundert Jahre geht das zurück? Ja, Philosophie auf jeden Fall. Hier steht was mit Uni Salzburg und so. Das ist korrekt. Verdammt, ihr habt wirklich, wirklich tief gegraben. Aber es ist ja auch kein Geheimnis. Ja, ich habe mal Philosophie studiert. Ich dachte, du kannst nicht lesen. Ja, darum habe ich es ja nicht fertig gemacht. Jetzt wird's investigativ. Ich konnte nur gut reden. Ich habe nur mündliche Prüfungen gemacht. Und als ich dann hörte, dass ich eine Bachelorarbeit schreiben müsste, habe ich es gelassen. Ah, okay, jetzt verstehe ich so, ja. Aber hast du eigentlich heute auch Musik vorbereitet hier? Das kommt auch später. Ach so. Ich dachte, er macht jetzt den Warm-Up-Song. Nee, hier. Das kommt später. Ja, willst du so lange warten? Okay. Ich frage eine Frage aus dem Discord. Hivas fragt, der Stefan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, lacht nicht, ja, manchmal kann ich auch nicht lesen. Wo ist Captain Toro Tourette? Ist das richtig? Wo ist Captain Toro Tourette? Ich denke, das ist eine der Storys, warum er in der Taverne ist. Was? Ich habe gar nicht aufgepasst. Wo ist Toro Tourette, die Frau? Weiß ich nicht. Der ist irgendwo. Ich habe mal mit dem guten Toro Tourette TV, wunderbarer Streamer, ein paar Dinge gemacht. So auf Sea of Thieves rumgeschippert und ein, zwei Tavernen gemeinsam geschmissen als Piraten. Aber der hat in letzter Zeit viel, viel zu tun und viel Stress. Also wir haben momentan leider wenig Kontakt. Also, wir haben uns immer noch lieb. Aber länger nichts gehört. Bei dem gibt's viel Dinge. Okay. Und viel, viel GTA vor allem. Viel GTA bei einem... Was? Okay. Captain. Ja. Was magst du am Streamen, was magst du an der Möglichkeit, jetzt versuche ich das auch mal, an der philosophischen Möglichkeit des Kundtuns über das Internet, ja, besonders, und was am wenigsten?
Eure Eloquenz dünkt mich reichhaltig und wohlhabend zu sein. Spirituell, intellektuellen Inhalten, werter Hof, Captain, na, Daniel. Was war die Frage nochmal? Was magst du am Stream besonders? Okay, danke. Ich kann das so wiedergeben, aber ich verstehe das nicht. Was mag ich am Stream besonders? Oh, kleinen Moment, bevor du antwortest. Ich glaube, unsere Verbindung ist weg. Nee, oh, im OBS. Jetzt wieder da. Im OBS? Wenn ihr gerade irgendwie ein Leck hattet, Leute, das liegt daran, weil wir direkt auf hier das Schiff, das uns verbinden, zu den Captain hier. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja. Läuft wieder alles. Ja, also eigentlich in die Taverne, aber hier nebenbei ist ja der kleine Hafen und da steht das Schiff. Und in der Mitte vom Schiff ist der große Sendemasten. Spontan. Und da fliegen manchmal Wolken drüber und dann funktioniert das nicht so richtig. Jetzt läuft's aber wieder. Jetzt läuft's wieder. Sehr schön. Also, was mag ich im Streamen? Eigentlich fast alles. Fast alles. Ich habe mir schon öfter gedacht, bevor ich, also damals im 16. Jahrhundert, bevor es das 17. Jahrhundert und die East Twitchier Streaming Company gab, dachte ich mir schon oft, was kann ich eigentlich in meinem Leben machen? Und ich kann gut reden und Menschen begeistern und Spaß machen und Spaß haben und das mitteilen. Aber früher gab es da nicht wirklich so die sinnvollen Möglichkeiten, außer man wird Schauspieler. Aber dann musst du zu einer Agentur hin und da sitzt einer und der sagt dir, du bist gut oder schlecht und fertig. Und das wollte ich nicht. Also die East Twitchier Streaming Company bietet mir die Möglichkeit, das, was ich kann und was ich bin, Grund zu tun und preiszugeben und zu tun. Und jeder Einzelne, die reinschaut, kann selbst entscheiden, ob das für ihn oder sie gut ist oder nicht. Und offensichtlich kommen viele Matrosen gerne wieder. Ich kann mich kreativ entfalten, ich kann über Dinge sprechen, die mir wichtig sind, ich kann Menschen wie euch kennenlernen, die ähnliche Dinge tun, die interessant sind, mit denen ich Spaß haben kann. Also wenn ich jetzt eine hinreichend vollständige Liste dessen aufzählen sollte, was mir alles dran gefällt, dann sitzen wir noch 3 Stunden hier. Und Therapie. Meine Streams sind offensichtlich für einige Crewmitglieder Therapie, haben mir schon viele Rückmeldungen gegeben, aber auch für mich. Denn jeder Mensch hat so seine Selbstwertthematiken, die habe auch ich, auch wenn man sich als Shakespeare verkleidet. Also, wenn man Shakespeare ist und sich manchmal als Diego Remy verkleidet, so ist das. Und das enorme Feedback, die enorme Liebe, die da zurückschwappt und die Aufmerksamkeit und alles, tut schon sehr gut. Also, die letzten 301,5 Jahre haben mir schon sehr gut getan. Sehr, sehr gut. Ja, und okay. Wie ist das bei euch? Gibt's denn irgendwas, Captain Jack Sparrow, was dir nicht so gefällt? Mir gefällt's nicht gut, dass wenn ich einen Troll über die Planke gehen lasse, dass ich da theoretisch praktisch ein Menschenleben vernichte, aber er hat's verdient. Sehr gut, ja. Okay. Okay. Ja, das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen, Captain. Das lassen wir so stehen, ja. Captain, 1717, als du Twitch gegründet hast, ja, da gab es ja noch die Flaschenpost. Aber im heutigen Zeitalter gibt es ja noch andere Social-Media-Plattformen. Für welche hast du dich mittlerweile entschieden und warum? Um dort hauptsächlich mit der Crew Kontakt zu halten. Also ich habe ja dann 1803 Finstagram gegründet. Und das Buch der Gesichter kurz vorher. Also auf Instagram bin ich am meisten unterwegs mit diesen Geschichten und Zeugs. Und manchmal twitchere ich auch was, aber das ganz selten, also das Twitter-Ding. Das habe ich nur, weil man das haben muss, wenn man auf Twitcher Streaming Company unterwegs ist. Also Instagram, Facebook, Twitcher, YouTube. Das ist ganz lustig, weil Menschen wollen manchmal meine Lieder hören, auch wenn... Und dann kann man einfach auf YouTube gehen. Und da kommt auch die YouTube-Serie. Dein Hut ist so drollig. Und ich fange jetzt auch noch mit TikTok an, habe ich beschlossen. Ich habe mir gerade eine Ja. Ich habe einen Kooperationspartner, so ein Kopfgeldjäger, der fährt immer raus auf die See und sucht nach interessanten Möglichkeiten und Auftrittsmöglichkeiten und Kooperationen. Und der hat mir gesagt: Hey Dirgal, ich habe einen Jack Sparrow gefunden auf TikTok, der macht so lustige Lip-Synchron-Videos und ich finde dich besser als ihn und der hat irgendwie 255.000 Follower. Ich habe gesagt, gut, dann muss ich das machen. Muss ich. Also demnächst gibt es den Captain Jack Sparrow auf, wie heißt das? TikTok heißt das jetzt? TikTok? Das war vorher Musical.ly und TikTok und die haben sich irgendwie fusioniert und da stellst du kurze Videos drauf, die lustig sind. Okay. Oder so. Ich verstehe das. Ja, da bin ich gespannt. Da guck ich mal vorbei, du.
Sehr gern. Ja, du hast auch Patreon, ja? Was können Landratten dort von dir erhalten? Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Eins der wichtigsten Dinge. Ich habe Patreon ursprünglich intendiert, vor einem knappen Monat habe ich die Seite erst erstellt. Einfach klarerweise zur Unterstützung von allem, was ich mache hier auf der Twitch Streaming Company, auf Instagram und so weiter und so fort. Und mehr als wenn mich jemand zusätzlich unterstützen will, kann er es dort tun. Die wichtigsten Inhalte gibt es immer ohne Paywall für jeden und alle. Aber gewisse Dankeschöns gehören schon dazu. Also man kann in den kleineren Tiers bekommt man einen Videogruß von mir zugeschickt, einen personalisierten. Oder man darf sich einen Videogruß oder eine Drohung wünschen für die Mama. Also die Drohung nicht für die Mama, den Gruß. Die Drohung für die Schwiegermama natürlich. Oder für Verbrauchster. Und das, was mir besonders gut gefällt, ist, es gibt ja viele Cosplayer. Ihr hattet ja letztens die gute, wie heißt sie? Jenny. Genau, Jenny. Es gibt ja viele Cosplayerinnen hauptsächlich, aber auch Cosplayer, die gerne mal so Richtung sehr, sehr, Fotos geben, wo man mehr Haut sieht. Und vor allem auch auf Patreon. Und ich dachte mir, das ist lustig, weil ich habe das mit ASMR, auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich das nur zum Spaß gemacht habe on Stream und dass dann Menschen, hauptsächlich weibliche, aber auch männliche Menschen, sehr positiv darauf reagiert haben, was etwas verstörend war. Drum gibt es auf Patreon von mir auch Fotos von Captain Jack Sparrow, die etwas freizügiger sind und von Piratinnen. Also nichts Hartes, man sieht nichts Eindeutiges, aber sie sind schon sehr, sehr schön gemacht. Kannst du mich auf Snapchat adden und mir diese... Moment, ja. Das möchte ich sehen. Dafür hole ich mir ein Patreon, zum ersten Mal in meinem Leben, ja? Only Stubbs get Snapchat. Das war wer andere. Egal, ja, das kriegen wir hin. Ja, kann ich. Ich habe kein Snapchat, soll ich das jetzt auch noch machen? Nein. Ich brauche langsam jemanden, der mir da hilft. Ja, Steffen, der ist ja, ist unser King Lotto Karl, der wird dich nachher mal auf Patreon, wird der dir, machen wir mal das dickste Paket, ja? Und dann gucken wir uns die Bilder mal an. Deswegen habe ich auch den Hut auf. Beim dicksten Paket bekommst du sogar so von mir ein Piratenkostümteil geschneidert und einen Auftritt von mir. Und du kommst, da kommst du nach Irland? Dann kommst du nach Irland? Mit der Black Pearl? Wir werden sehen. Ich glaube, ich habe das so klarifiziert, dass der Auftritt kostenlos ist und dass ich komme, dass wir den ganzen Abend Party machen, aber die Anreisekosten schon getragen werden sollten. Aber die gute Feuerpferd und ich wollten sowieso schon längst nach Irland, weil es da so hübsche Gebäude und Zeugs und Kultur gibt. Gibt es, ja. Ja, gibt es. Wir können hier mit ihr ein geiles Shooting machen. Wir hätten auch einen Fotografen. Boah, da musst du aber dein Zeug mitbringen, Captain, ja? Das muss ich sowieso die ganze Zeit auf die TwitchCon, muss ich es auch mitnehmen jetzt im Moment. Der Captain steigt so in den Flieger, was ist denn los mit dir? Der kommt in den, der geht in den Flieger rein und sagt, hier ist der Captain. So, geh mal weg hier. Ich nehme sogar im Handgepäck mit, ne? Mit Pistolen, und das Schwert und den Rum. Und die anderen Dinge, die verboten sind. Captain, ich muss dir was erzählen. Wir hatten mal hier bei uns zu Gast im Haus ein Jahr lang, hier in den Studios, ein Jahr lang hatten wir einen Gast und zwar einen richtigen Wikinger. Ist kein Scheiß, ja? Und dieser Wikinger, der lebte in Deutschland und hat sich dann dazu entschlossen, ein Jahr lang hier zu uns in die Studios zu kommen. Und der Wikinger hat ja auch seine Waffen und so, ja? Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat seine Waffen einfach in ein riesen Postpaket gesteckt und hat die versendet. Und die sind einfach durchgegangen. Es waren keine Kleber drauf, kein Zoll, nichts. Die sind einfach, da waren Schwerter und Äxte drin. Die sind einfach durchgegangen. Ja, das ist in Europa so. Es werden ja auch amerikanische Panzer geschippert und solche Dinge. Ja. Darf man das auch nicht sagen? Also das geht. Das geht offensichtlich. Offensichtlich darf man Waffen verschicken. Das gilt nicht als Waffenlieferung. Das ist nur, wenn das im Nahen Osten ist. Dann ist Waffenlieferung. Die Karte hier im Chat schreibt, dass sie gerne eine Social-Media-Managerin wäre bezüglich der Fotos wahrscheinlich. Kappa, ich bin da vorsichtig. Ja, ich glaube wegen der Fotos. Die möchte sich um die Fotos bei dir kümmern. Die Kathy, du kannst mich gerne mal anschreiben, wenn du willst. Die Kathy, schreib ihn einfach an, ja. Er braucht jemanden, der das Patreon immer befüllt und hochlädt, ja. Allgemein übrigens, falls hier jemand ist, ich momentan ist es noch nicht so weit, aber in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn es so weitergeht, brauche ich wirklich ein, zwei, drei Menschen, die mir mehr helfen. So wie ihr. Ihr habt ein bisschen mehr Menschen, die euch helfen. Ich mache fast alles selber. Feuerpferd hilft mir ganz viel. Also zu zweit, mehr oder weniger zu dritt sind wir, nicht ganz. Ich habe den Namen nicht Feuerpferd. Feuerpferd. Feuerwehr, ach, war ja, hab ich ja vorhin vorgelesen.
Genau, die sitzt zwei Stockwerke unter mir. Das ist meine Redaktion. Das ist deine Redaktion. Ich meine verstehe. Redaktion! Verdammt nochmal, mach die Mucke auf! Es hört sich halt echt an, als hätte die Taverne Holzboden, ja? Ja, es ist zumindest Holzlaminat. Sehr ich gut. Ich hab gern die Schale so, dass sie passt, aber das Konstrukt darf ruhig modern sein. Sehr, sehr schön. Leute, ich sehe eure Fragen im Discord, da können ruhig noch ein paar mehr rein. Ausrufezeichen Fragen. Die eine Frage, die kommt vielleicht später sogar von uns. Und die andere Frage, die baue ich natürlich ein, wenn es passt. Check. Ja, mir tut meine Ferse weh vom Klopfen. Ich reiß hier auch gerade alles ab. Jetzt tut deine Ferse weh. Wir gehen gleich in die Pause, Check. Dann kannst du dich verarzten. Hol ich mir noch einen Kaffee, Check. Was? Was? Ein Rum? Ja, ein Rum! Natürlich! Natürlich, ich trinke ja nur Rum. Da ist Rum drin, da ist Rum drin, da ist Rum drin und da ist Rum drin. Und überall pur. Und ich habe schon drei davon fast ausgetrunken und bin immer noch fast nüchtern. Ja, das ist gut. Wir haben ja noch Zeit, Captain. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Daher mit, hier, Captain, Twitch-Streamer seit der ersten Stunde, CEO von Twitch. Gründer von Gesichtsbuch und ja, Instagram. Ja, alles. Alles. Ja. Captain. Nein. Aber vielleicht es war ursprünglich Finstagram, aber es wurde umbenannt auf Instagram. Finstagram. Oh Gott, da ist mir gerade ein böser Witz eingefallen. Lassen wir das mal. Deswegen gehen wir zur Frage, mit welchem Streamer oder YouTuber, Influencer, was auch immer, mit wem würdest du gerne mal einen Rum trinken? Oh, ein Rum trinken. Das war die Frage, die am meisten Aufmerksamkeit bei mir gezogen hat. Und da gibt es so viele. Weil ich mittlerweile doch einige kenne vom Zuschauen und sonst was. Eigentlich gibt es nur zwei für dich. Ja. Eigentlich gibt es nur zwei. Schalexi Bexi? Nein. Palay. Keine Ahnung. Nein, also. Also, Steffen und Daniel, danke, ist okay. Steffen und Daniel, so, ich hab die Namen vergessen. So, aber wir haben keine Zeit, wen nimmst du dann? Wenn ihr keine Zeit hättet. Verdammt. Die wunderbare Stimme, die bei euch immer die Zwischenansagen macht. Rodriguez. Rodriguez, ja. Rodriguez. Rodriguez mit dem spanischen Namen, aber hat eigentlich russische Eltern, den meinst du, ja? Genau den. Aber es gibt sehr viel. Es gibt einige Streamer. Ich bin auch in dieser WoW Classic Community ein bisschen drin, weil ich im Sommer dann eine Rollenspieler-Gilde aufmachen werde. WoW Classic, das alte, das wieder neu kommt. Okay. Da gibt es einige Nixium, Tips Out und so weiter, mit denen ich sehr gern mich mal unterhalten würde. Aber auch über die ganze Artikel 13-Debatte bin ich jetzt auf Rezo gestoßen. Der sieht auch sehr sympathisch aus. Wäre auch mal nett. Aber es gibt, oder Patrick Rothfuss, mein Lieblingsbuchautor. Bestes Fantasy-Buch ever, The Name of the Wind. Habe ich letztens einen Stream drüber gemacht. Mit dem würde ich auch sehr gerne mal einen Rum trinken. Schreibe ich mal auf, schon. Ja. Kriegen wir hin. Patrick Swayze, hat er gesagt. Oder was? Genau. Genau, Patrick Swayze. Brandon Urie von Panic at the Disco, der streamt jetzt auch auf Twitch. Ja. Menschen, Sie? Dinge. Wen hast du jetzt aufgeschrieben? Also wenn ihr das organisiert, machen wir das on-stream. Patrick Swayze. Und du hast es mit, nein. Nächstes Mal mit Maul Cosplay und Patrick Swayze. Und machst du Patrick Swayze? Okay. Jack Sparrow demnächst als Patrick Swayze hier bei uns zu Gast, Leute, ja? Sehr geil. Und ich sehe schon die Szene. Ich sehe schon die Szene, wie Captain Jack Sparrow. Nein, Patrick Swayze dann Maul Cosplay aus dem Wasser heraushebt in die Luft. Ja, eigentlich glaube ich umgekehrt, so, aber okay, nee, lassen wir das. Ich bin Jack Sparrow, holt mich hier raus. Ja. Ja. Ich guck gerade mal, wie lange, das kann man vielleicht jetzt schon fragen, wie lange brauchst du, um dich für einen Auftritt fertig zu machen? Das kommt drauf an. Also meine Antworten sind leider immer, es tut mir aufrichtig nicht leid, auch wenn ich hier, da, egal. Für einen Stream geht's relativ schnell. Weil ich habe jetzt zum Beispiel nicht die richtige Hose, eine schwarze Jeans. Weil die sieht man ja nicht. Und den Schal brauche ich nicht. Und die zwei Gürtel und den Schwertgut und den Mantel und die Pistolen und den Kompass und alles drum und dran. Klar soweit? Also für den Stream geht's schon innerhalb von 20, 25 Minuten mit Schminken und Bart reinkleben und vorher rasieren und Perücke drauf.
für einen richtigen Auftritt, also richtig mit allem drum und dran, noch Stiefel und Stiefelriemen, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Okay. Ich habe viel Übung mittlerweile. Und wie war das am Anfang so? Wie lange hast du am Anfang gebraucht dafür? Schon eine Stunde oder länger. Okay. Weißt du, die... Den Schal zu bügeln, das ist richtig ätzend. Den Schal zu bügeln? Ja, den da. Dieser verflixte Schal... Sorry. Die Gitarre ist doch da. Der schrumpft, der macht immer so Falten und schaut das so aus. Okay. Den muss ich dann bügeln, damit er wieder schön ist. Schön schief. Der Captain bügelt. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich nicht, ich lass bügeln. Von Rumpfy. Ja, ich lass auch bügeln, aber woanders. So! So, hier ja, das hat er zum Glück nicht gehört. Das hat er zum Glück nicht gehört. Er hat's überhört. Hier im Chat wurde gefragt, ob man den Captain buchen kann. Das kommt doch später! Nee, aber das ist ja jetzt wichtig. Ja, vielleicht aber ist, das kommt doch später! Ja, ist egal, aber vielleicht ist der Zuschauer bis dahin weg, deswegen kann man den Captain buchen, ja, kann man. Hier, ich ja, sehe ja. Da schon, Feuerpferd kümmert sich darum. Feuerpferd einfach den Kontakt, ihr managt das, ja? Nicht, dass der Zuschauer nachher weg ist und hier entgeht vielleicht ein dicker Dann Auftrag. Kann er doch das VOD gucken! Nein, aber hier geht vielleicht eine fünfstellige, sechsstellige Summe weg, ja? So. Daniel, mir gefällt, wie du denkst. Kann ich dich abwerben? Ja, natürlich. Ich bin Businessman schon mal. CEO. Sehr gut. Stört mir die ganze Sendung immer. CEO. Hier geht's nicht um Unterhaltung. Hier, er denkt nur an Unterhaltung. Hier geht's um Manager. Hier geht's um Kohle, Mann. Das muss sofort gedingelt werden. Zack. Ja, Regie, warum kriegen wir dann nicht von Twitch Prime ist kostenlos alles rein? Ja. Regie, bitte mal Steffen wegschalten. Wir reden jetzt nicht mehr so. Ja, Leute, das war das Kennenlernen mit Jack Sparrow. Ja, das Kennenlernen mit Jack Sparrow. Und Gibt noch eine Frage. Gib noch eine Frage. Was ist das? Ich weiß nicht, welche ich als erstes. Egal. Wird es nochmal einen Piratenbrunch geben? Oh, ein Piratenbrunch. Ja, das war gestern der erste. Ja. Und der war göttlich. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Aber es war göttlich. Es war sehr lustig. Und es wird eine Fortsetzung geben. Wahrscheinlich in ein, zwei Monaten. Noch besser, noch größer. Da wird es einen Schatz geben. Was war dieser Piratenbrunch? Erzähl mal. Das war in Salzburg. Gibt es ein Restaurant, das Restaurant zum Walserfeld. Und da hat mich der. Hashtag not sponsored und so. Und da hat mich der Wirt, der ist ein sehr lustiger Kerl, ein Syrer, der irgendwie 10 Sprachen spricht und alle nur halb, hat mich eingeladen oder gebucht, dass ich für ihn einen Piratenbrunch mache. Dass ich das Jack Sparrow Lieder spiele und mit den Leuten fabuliere und Blödsinn mache. Das habe ich gemacht, 5 Stunden. Und es war sehr lustig. Und wir haben Lieder improvisiert. Das müssen wir heute übrigens auch noch ein Lied improvisieren. Ihr kennt ja nicht meinen zweiten Vornamen. Captain Jack Improvisation Sparrow. Ich mache das in meinem Stream gern, dass die Crewmitglieder im Chat Wörter schreiben und ich spiele einfach irgendeine Akkordfolge und reime dann da was zusammen draus. Und das müssen wir heute noch machen, bezogen auf Maschine TV natürlich thematisch. Kommt später, zerstör mir nicht die Sendung. Kommt irgendein. Nein, also wir zerstören die Sendung noch Captain, nicht. Der Captain zerstört alles. Das ist Captain Jack Sparrow, Mann. Stimmt. Und das Ganze ohne einen Tropfen rum. Ja? Die Frage kam übrigens von Erisu? Genau. Also mach den Mund leer, bevor du sprichst. Erisu, das hört doch keiner. Der Captain, der trinkt doch auch die ganze Zeit rum. Und die andere Frage kam von Timmy, Stefan. Ja. Können wir jetzt in die Pause gehen? Vielen Dank für eure Fragen, Leute. Wir gehen in die Pause. Der Captain braucht rum. Ich brauche Kaffee. Und ich werde rausgeschalten. Und er wird rausgeschaltet, weil er macht kein Business, ja? Ich muss hier geht es um Goldmünzen, meine lieben Freunde. Um Schilling, wenn anschauen. Was? Das sind doch keine Schilling. Goldmünzen. Schilling sind das. Ist das. Was sind Goldmünzen? Schilling. So. Schilling. Pieces of 8. So, jetzt bleibe ich doch drin, weil ich Schilling kenne. Okay, dann bin ich raus. Ja, du bist dabei. Steffen, Sie sind raus. So, bis gleich, liebe Leute, wir gehen kurz in die Pause. Wir sind, ihr kriegt wie immer schöne Fahrstuhlmusik. Bis gleich. Bleibt dran. Dranbleiben.